Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über alles das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind denn das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander austauscht? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist denn du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was ist denn geschehen? Sie antworteten ihm: Die Geschichte mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist es heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn, Jesus selber aber, sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und Jesus legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Das kurze Video und die Geschichte, die ich euch, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist die Emmaus-Geschichte. Jede biblische Geschichte, die ich lese, da überlege ich mir, was für eine Bedeutung hat diese Geschichte für mein tägliches Leben. Die Emmaus-Geschichte hat verschiedene Bedeutungen. Eine wichtige Bedeutung ist die, dass Jesus immer bei einem ist, auch wenn man ihn selber nicht sieht. Jesus begleitet jeden Christ, jeden, der an ihn glaubt, jeden Tag.
Er begleitet ihn, wenn es ihm schlecht geht. Er begleitet dich und mich, wenn wir Sorgen haben, die uns plagen. Er begleitet dich und mich, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir krank sind. Er begleitet dich und mich, wenn wir so ein komisches Kribbeln haben im Bauch, zum Beispiel vor Prüfungen. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir den Lebensabschnitt schaffen oder nicht. Er begleitet uns, auch wenn wir ihn nicht sehen, in jeder Situation von unserem Leben. Jesus begleitet uns aber nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Jesus begleitet uns auch, wenn es uns gut geht. Und so wie wir das komische Kribbeln kennen in unserem Bauch, so kennen wir auch das Kribbeln, sicher die meisten von uns, wenn wir so in freudigen Erwartung sind, auf irgendetwas, wo uns wirklich Freude macht. Wir kennen das Kribbeln auch, wenn wir vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben und es mega lustig haben. Jesus ist immer bei uns. Es gibt aber noch einen anderen Zugang, eine andere Erklärung für die Geschichte. Im Vers 32 haben wir gehört, wie die Jünger gesagt haben, brannte nicht unser Herz? Ihres Herz hat brennt noch mehr, wo Jesus ihnen auf dem Weg nach Emmaus die Schriften, angefangen bei Mose bis zu den Propheten, erklärt hat. Ja, was hat er ihnen denn dort erklärt? Er hat ihnen genau erklärt, dass Gott, zum Beispiel dem Prophet Jesaja, bereits 700 Jahre vor der Geburt Jesu prophezeit hat, dass eben genau die Geschichte, die die Jünger erlebt haben an Ostern, wird geschehen. Es war Gottes Wille, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es war Gottes Wille, dass er musste sterben. Es war aber auch Gottes Wille, dass er auferstanden ist. Und genau in diese Zeit hinein war er mit diesen Jüngern unterwegs. Aber was ist nachher passiert? Sie haben ihn eingeladen. Bleib bei uns. Es ist kalt und dunkel geworden. Bleib die Nacht bei uns und ess mit uns. Sie haben ihn bis dorthin gar nicht gemerkt, dass er es ist. Er ist auf ihre Einladung eingegangen. Und sie haben ihn als Gast in ihr Haus eingeladen. Jetzt ist etwas ganz Wichtiges passiert. Jesus ist vom Gast zum Gastgeber geworden. Das ist passiert, als er das Brot genommen hat, den Segen gesprochen hat über ein Brot und über ein Wein und das Brot gebrochen hat und es teilt hat mit diesen Jüngern, mit seinen Gastgebern. In dem Moment ist er Gastgeber geworden. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Beim Brotbrechen, beim Teilen vom Wein, beim Zusammensein, beim Essen und Trinken, da ist es persönlich geworden. Da haben sie gemerkt, dass er Jesus Christus ist. Beim Essen und Trinken, da ist Jesus in ihr Leben gekommen und da haben sie genau gemerkt, da ist Jesus mit uns unterwegs. Und ich glaube, dass bei jedem Essen und Trinken, jeden Tag, wenn wir hinsitzen
Brot brechen und trinken. Es muss nicht etwas Alkoholisches sein. Ganz egal. Immer wenn wir uns versammeln, allein oder miteinander, und essen und trinken, immer dann sollten wir uns erinnern an Jesus, dass er bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Immer, wenn wir uns versammeln zum Essen und Trinken, können wir uns daran erinnern, an die Geschichte von Emmaus. An die Geschichte, dass Jesus, wenn auch unsichtbar, mit uns durchs tägliche Leben geht und dass wir ihm vertrauen dürfen. Amen.